Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel gegen den VfR Aalen. Wir treffen an dem Samstag, ist ja mittlerweile schon fast unser obligatorischer Spieltag hier in der Benteler Arena, auf eine Mannschaft, die wir auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder mal hier zu Gast hatten. Anstoß ist um 14 Uhr. Wie wir das Spiel aus sportlicher Sicht angehen wollen, kann uns unser Cheftrainer sagen. Bitte, René, deine Vorschau auf die Partie. Ja. Mal völlig losgelöst von der Tatsache, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die momentan den dritten Tabellenplatz steht, dass der VfR eine sehr disziplinierte, eine gut organisierte und auf Teamgeist basierende Mannschaft sich hier am Wochenende im Heimspiel gegen uns präsentieren wird, erwarte ich von meiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Spiel beim FSV Frankfurt. Ich glaube, jedem sollte spätestens jetzt klar sein, welche Grundelemente erforderlich sind, um erfolgreich zu sein, dass du diese Gier entwickelst, Spiele zu gewinnen, dass du die Leidenschaft hast, den Kampfgeist hast, das auf den Platz zu bringen, was gefordert ist, um selber halt auch dann erfolgreich Spiele in dieser Liga zu gewinnen. Und ich glaube ganz einfach, dass es nicht zu viel verlangt ist als Trainer, eine gewisse Zielstrebigkeit in den entscheidenden Spielsituationen einzufordern. Und damit meine ich, der Pass in die Spitze, der ankommen muss, ein gewonnenes 1 gegen 1 am Flügel, was wir für uns oder die wir für uns entscheiden müssen, dass wir eine vernünftige Flanke vorherbringen, um selber Torgefahr zu entwickeln, weil all diese Elemente werden gefordert sein und das müssen wir auf den Platz bringen. Das muss die Mannschaft auf den Platz bringen. Und deswegen erwarte ich, dass meine Mannschaft am Wochenende, wie eingangs gesagt, sich in allen Elementen deutlich steigert gegenüber der Vorwoche und dass jeder einzelne Zuschauer hier im Stadion sieht, dass da eine leidenschaftliche Truppe darum kämpft, darum spielt, das Spiel zu gewinnen. Die personelle Situation sieht so aus, dass Ben Zulinski gesperrt ist, das wissen Sie, dass der Felix Herzenbruch weiterhin ausfällt mit einer Virusinfektion. Er wird mit Medikamenten behandelt, aber es ist halt so, dass noch kein Sport erlaubt ist und somit er auch für die komplette Woche ausfallen wird und ist jetzt auch noch nicht im Detail absehbar, wann er zurückkehren wird. Ansonsten Tommy Bertels, sicherlich auch nochmal ein entscheidender Faktor. Die Maske ist angepasst worden, die wird jetzt fertiggestellt sein. Er ist heute im Lauftraining gewesen und ich erwarte ihn morgen dann im Mannschaftstraining und danach werden wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, ob er für das Spiel am Samstag in Frage kommt. Habe ich einen vergessen? Nee. Ansonsten sind alle Mann an Bord und alle Mann auch einsatzfähig. Dankeschön. Ja, René, vielen Dank. Kommen wir zu euren Fragen, was den sportlichen Teil anbetrifft. Matthias Reichstein, Westfalenblatt macht den Anfang. Ja, René, du hast gerade über die Offensive gesprochen. Zielstrebigkeit möchtest du haben. Du hast aber nicht so viel über die Defensive gesagt. Da habt ihr auch den Laden ordentlich voll gekriegt in den letzten Wochen. Was muss sich da ändern? Und dann auch konkret gefragt, wer wird denn Zulinski ersetzen? Der Verteidigungsprozess ist allgemein erstmal ein gesamtmannschaftliches Produkt. Und jeder Spieler ist angehalten dazu, auch in den Situationen, wo es erforderlich ist, defensiv zu arbeiten. Und Stichwort ist hier Kompromisslosigkeit und die Überzeugung zu haben, Bälle so zu verteidigen, dass die Zielstrebigkeit da ist, unser eigenes Tor zu verteidigen. Und da ist jeder Spieler gefordert, logischerweise halt auch, wenn es dazu kommen sollte, in allererster Linie dann auch natürlich die Viererkette. Und alle personellen Entscheidungen werde ich mir offen halten, aber sicherlich ist Pascaleta eine Option und sicherlich ist auch die offensivere Variante Marc Vucinovic eine Option. Ich möchte da aber jetzt noch nicht, und ich habe da auch noch keine Entscheidung getroffen, sondern werde da auch bis zum letzten Moment warten, um die letzten Eindrücke halt auch noch für mich zu reflektieren.
Aber die Entscheidung, ob Thomas Bertel spielt oder nicht, die fällt definitiv morgen. Ihr werdet dann nicht rumeiern und sagen, möglicherweise doch die Entscheidung auf Samstag verschieben oder... Ich will mir jetzt selber nicht die Pistole so auf die Brust setzen, dass ich sage, die fällt definitiv morgen. Aber es wird morgen sicherlich auch ein intensives Gespräch geben, weil ich selber habe vor 12 Jahren mit einer Maske gespielt. Die war sicherlich noch anders konzipiert und auch noch ein bisschen dicker. Aber es ist halt eine Einschränkung und da muss jeder Spieler halt auch, nimmt das subjektiv für sich anders wahr. Und das kann ich natürlich jetzt nicht im Vorfeld schon für ihn entscheiden und beschreiben, wie sich das für ihn anfühlt. Aber es gibt sicherlich morgen schon eine Tendenz. Aber wenn er im Kader ist, dann ist er im Kader, dass er auch spielen kann? Oder du streichst ihn komplett? Oder wie heißt das? Wenn Thomas Bertels im Kader ist, wird er spielen. Könntest du vielleicht noch mal einen Satz zu Vucci sagen? Vucci ist ja so deine Teilzeitkraft. Er ist ja immer im Kader, wird auch oft eingesetzt. Nicht so lange, aber er ist eigentlich immer dabei. Und was zeichnet ihn aus? Und was ist da die Überlegung, ihn vielleicht als offensive Variante zu bringen? Vucci ist ein sehr geradliniger Spieler, der die Qualitäten sicherlich hat, auch auf der rechten Seite dann für Druck zu sorgen, der mit dem zweiten Kontakt die Bälle auch direkt in den Strafraum spielen kann, der sehr mannschaftsdienlich spielt, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Und deswegen wäre das sicherlich auch eine Option für den Samstag. Und ja, er ist im Training immer einer derjenigen, die auch vorweg marschieren. Und steht im Konkurrenzkampf mit mehreren Spielern, gerade auf der rechten offensiven Seite. Und aber dennoch ja, wäre das auch für Samstag jetzt eine denkbare Option. Wie weit ist denn beispielsweise ein Florian Ruck von einem Einsatz in der Startelf entfernt, wenn man die Abwehrkette mal verschieben würde? Wie meinst du, das verschieben würde? Weiter nach vorne, weiter nach hinten? Ich bin eigentlich Innenverteidiger, aber man kann ja so ein bisschen da mit einigen Kräften variieren. Im Detail, wenn ich das jetzt richtig mutmaße, sagst du, er könnte ja auch links hinten spielen. Weil er ein Linksfuß ist. Er ist gelernter Innenverteidiger und hat sicherlich seine Qualitäten auch als Innenverteidiger. Momentan vertraue ich da auf Christian Strodig und Tim Sebastian. Aber ich will auch das nicht ausschließen, dass das vielleicht auch mal eine Option sein könnte, Florian Ruck auf dieser Position spielen zu lassen, ohne dass das jetzt schon am Wochenende sein muss. Bitte sehr gerne. Tim Jauer, eine Sekunde, warten Sie mal eben wegen Mikrofon. Kommt auf Sie zu. Ich weiß genau, welche Frage kommt. Tim Jauer, WDR. Einige Fans sagen, es ist kurz vor 12, wollen teilweise das Spiel boykottieren oder die ersten 12 Minuten draußen bleiben. Sagen Sie auch, es ist kurz vor 12 und Verständnis für diesen Schritt einiger Fans? Ich sage mal was grundsätzlich dazu. Momentan ist es so, dass jeder Fan auch das Recht hat, aus seiner Sicht der Dinge die Situation zu bewerten, zu beurteilen. Und deswegen habe ich Verständnis dafür, weil ich genau weiß, dass wir in Vorleistung treten müssen. In Vorleistung mit guten Leistungen, in Vorleistung damit, die Fans mit erfolgreichem Fußball wieder dann dazu bringen, bedingungslos hinter der Mannschaft zu stehen. Und das ist das, was wir wissen. Und so gehen wir das auch an. Und deswegen verstehe ich auch, dass jeder Fan, und jeder Fan hat das Recht, dann halt auch für sich dann so zu so einer Entscheidung zu kommen und wird dann niemals irgendwie und in der Position und in der Situation sind wir auch gar nicht, irgendjemandem überhaupt etwas vorzuschreiben oder sonst irgendwo was. Sondern wir müssen in Vorleistung gehen. Punkt. Hoffi. Für Bild gilt auch das Mikrofon. Bitte. Hoffi, ich stehe hinter dir. Danke. Kannst du dir denn vorstellen, dass Michael Born sich bei dieser Fanaktion Hofladen im Facebook beteiligt hat? Ich meine, heute dementiert er das, ja? Es ist überhaupt nicht meine Baustelle, jetzt darüber irgendwie zu mutmaßen oder sonst irgendwo etwas oder da eine Wertung meinerseits reinzulegen. Also
mein Fokus, unser Fokus ist auf das Spiel gerichtet und alles, was über Social Media abläuft. Ja, ich habe zwei Kinder großgezogen und habe auch mit Internetgefahren besprochen. Und ja, ich habe eine 15-jährige Tochter und die weiß auch um alles Bescheid. Ja, und ich weiß auch um alles Bescheid. Ich weiß um Twitter, Instagram, alles, was es gibt. Ja, zu meiner Zeit, wo meine Kinder dann in dem Alter waren, fing es mit ICQ an. Und selbst bei ICQ war irgendwann, habe ich gesagt, Manfred oder Oliver, 15, könnte auch Manfred 52 sein. Mehr möchte ich da einfach gar nicht zu sagen. Fertig, aus. Ja, ich sehe noch eine Wortmeldung, bitte, ja. Kollege. Koch, Liga 3 Online. Herr Müller, wie gehen Sie denn persönlich mit dem Unmut der Fans gegen Sie um? Wie meinen Sie das genau? Ja, der Unmut der Fans richtet sich ja zum Teil auch gegen Sie. Also es gibt ja einige, die jetzt schon seit ein paar Wochen ihre Entlassung fordern. Wie gehen Sie damit um? Wo steht das genau oder wo stand das genau? Ich habe das selber persönlich für mich nicht gelesen. Nee, also ja, das ist dann auch auf Facebook zu lesen, in einigen Foren. Okay. Im Grunde genommen ganz, ganz, ganz einfach von mir beantwortet. Ich weiß um meine Aufgabe. Ich weiß darum Bescheid, was wir hier zu leisten haben. Und ich weiß auch, was wir investieren. Und das kann ich beeinflussen, alles andere kann ich nicht beeinflussen. Und wir leben in einem Land, wo eine freie Meinungsäußerung da ist und da hat auch jeder das Recht, was zu schreiben. Ob das dann immer so ja, oberhalb, unterhalb der Gürtellinie ist, kann ich nicht beurteilen, will ich auch nicht beurteilen. Aber Fakt ist ganz einfach, ich mache meinen Job jeden Tag mit all dem, was ich habe für diesen Verein. Und alles andere kann ich nur dahingehend beeinflussen, dass wir positive Ergebnisse erzielen. Und das ist meine Art und Weise, damit umzugehen. Okay, dann nochmal ein Rückblick auf das Spiel gegen Frankfurt. Ich habe mal geschaut, der FSV ist deutlich später in die Vorbereitung eingestiegen. Die hatten am 12. Juni, wo hier das erste Training stattfand, hatten die weder einen Trainer noch einen Spieler unter Vertrag. Und trotzdem scheint es ja so, dass sie sich jetzt besser gefunden haben, sind jetzt 7 Spiele ungeschlagen. Und ja, ihre Mannschaft scheint jetzt in der Abwehr noch nicht den richtigen Weg gefunden zu haben. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Also grundsätzlich wussten wir auch, dass es ein steiniger Weg werden kann. Deswegen halt auch mit der Zielformulierung haben wir uns bewusst zurückhaltend, defensiv auch in der Öffentlichkeit geäußert, weil wir wussten, es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, bedarf Zeit. Wir wussten aber auch, dass es momentan schwierig ist, wenn du das Wort hier in Paderborn mit Prozess und Entwicklung, Mannschaft, aber wenn du einen Kader hast mit 18 neuen Spielern, ist das einfach ein Stück weit auch Fakt. Und logischerweise haben wir am Ende zu viele Gegentore bekommen. Wir haben zu wenig Punkte. Aber soweit ich die Tabelle richtig im Auge habe, hat Frankfurt 4 Punkte mehr. Wir haben 16, Frankfurt hat 20. Und von daher gilt es jetzt darum, weiter, dass wir wissen, wir müssen punkten. Darum geht es. Um diese, ja, mehr gibt es doch nicht hinzuzufügen. Fehlt Ihnen vielleicht in der Abwehr vielleicht für das Zentrum eine Alternative zu Sebastian und Strodig? Nochmal, ich mache jetzt unsere Gegentore jetzt nicht an der Innenverteidigung fest. Wenn Sie mir jetzt mit Fakten kommen, wo Sie sagen, bei dem Gegentor waren genau die beiden dafür schuldig oder sonst irgendwas, weil das werden Sie nicht finden, weil es dem nicht entspricht. Ein Abwehrprozess ist ein Gesamtprodukt einer gesamten Mannschaft. Und da müssen wir uns steigern, dass wir im Gesamtverteidigungsprozess, dass wir da eine Stabilität reinbekommen. Und sei es bei Standardsituationen, sei es bei Konteraktionen, oder sei es beim Verhindern von Großchancen, dann das an einzelnen Spielern jetzt festzumachen, das ist mir zu einfach. Ja, Herr Koch, vielen Dank für Ihre Fragen. Gibt es noch Wortmeldungen zum sportlichen Teil? Das sehe ich für den Moment nicht. Dann kommen wir zu den Dingen rund ums Spiel. Unser Leiter Organisation, Sebastian Matz, ist zu uns gekommen, kann uns in Sachen Zuschauerzahlen und den Dingen, die ansonsten wichtig sind, auf die Sprünge helfen. Bitte.
Ja, vielen Dank. Relativ kurz und knapp. Wir hatten heute Morgen knapp 2400 Karten abgesetzt. Wir rechnen zwischen 4.000 und 4.500 am Samstag und darunter werden ca. 150 Fans aus Aalen sein. Und ansonsten ja, sind die Rahmenbedingungen eigentlich wie bei jedem Heimspiel. Wie viel aus Aalen gibt's? 150. 2400. Stand heute Morgen. So, gibt es abschließend noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank fürs Kommen und für die meisten bis zum Samstag.